Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Freunde, und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal auf German HD. Mein Name ist Lee Martin und ich habe ein weiteres Video für euch am Start. Und zwar geht es wieder um GTA 6. Die letzten Tage sind ja neue Informationen rausgekommen. Und ich habe hier am Freitagabend ein Video für euch gemacht, wo ich euch die neuen Infos hinterlegt habe. Unter anderem hatte ja der Rockstar-Chef ein Interview, also es hat ein Interview gegeben mit dem Rockstar-Chef, wo er ja halt einige Dinge versprochen hat, die in GTA 6 kommen sollen. So, und über eins dieser Dinge möchte ich mal mit euch sprechen, um euch mal zu zeigen, was das überhaupt ist, was wir in GTA 6 erwarten können. Also was laut einem Versprechen von Rockstar Games auf jeden Fall in GTA 6 kommen wird. Und das ist die sogenannte Fotorealistik. Fotorealistik ist eine grafische Darstellung in Spielen, die es, ja, wie Rockstar Chef behauptet hat oder erwähnt hat, muss ich besser sagen, dass man die Grafik und die ganzen Charaktere von der Wirklichkeit kaum noch unterscheiden kann. Ich habe mal ein kleines Beispiel für euch, dass ihr mal so einen kleinen Überblick bekommt, was ja in Spielen gemeint ist, wenn man Fotorealistik sagt. Viele kennen den Begriff, viele wissen, was ich meine, aber einige wissen wahrscheinlich nicht, was mit Fotorealistik gemeint ist in Spielen. Und ich habe hier mal ein kleines Beispiel für euch, und zwar das hier. Schaut euch das einfach mal an. Das zum Beispiel ist Fotorealistik. Die Schauspieler bzw. die Charaktere in diesem Spiel sehen einfach so verdammt echt aus, dass es, ja, wie ich es vorhin schon erwähnt habe, von der Wirklichkeit einfach kaum noch zu unterscheiden ist. Und Rockstar Games verspricht, beziehungsweise nicht nur Rockstar Games, sondern auch der Chef von Rockstar Games verspricht, dass wir so eine Grafik in GTA 6 bekommen werden. Ich meine, es gibt ja momentan auch viele Grafikmods für GTA 5. Zum Beispiel, ich nutze ja zum Beispiel Redux, und diese Grafikmod ist ja schon einfach nur der Hammer. Aber wenn GTA 6 kommt, da kann selbst Redux mit der Grafikmod einpacken. Ich meine, Redux ist jetzt schon richtig geil. Aber was ich noch richtig feiern werde, und ich gehe stark davon aus, dass das noch kommen wird, und zwar ist das ja, dass wir, als GTA 5 released worden ist, haben wir ja ein Jahr oder zwei Jahre später sogar erst GTA 5 für den PC bekommen. So, und wenn wir irgendwann GTA 6 auf dem PC bekommen und wir dann noch da zusätzlich eine Grafikmod für bekommen, Leute, das wird einfach nur pervers. Besser kann ich mich nicht ausdrücken, als das wird einfach nur pervers. Ich meine, wir sind mittlerweile in einem Jahrhundert angekommen, wo Spiele, ja, einfach in Spielen einfach alles möglich ist. Nicht nur im generellen Sinne, sondern auch im grafischen Sinne. Man sieht es ja immer wieder, zum Beispiel jetzt auch an der Grafikmod, die ich benutze, oder zum Beispiel Red Dead Redemption 2 oder Call of Duty Black Ops 4, ihr seht, oder Battlefield, ihr seht, was eigentlich möglich ist. Und GTA 6 wird ja mit der PlayStation 5 wahrscheinlich released. Und die PlayStation 5 soll ja laut Sony eine 8K-Auflösung bieten. Das heißt, wenn wir das jetzt kombinieren mit dieser fotorealistischen Grafik, die Rockstar Games in GTA 6 verspricht, wenn wir das auch noch auf der hohen Auflösung mit der PS5 spielen, Leute, das stellt einfach alles, was wir kennen, in den Schatten. Ich glaube, mit der PlayStation 5 stellt Sony sogar die Gaming-PCs in den Schatten. Fürs Erste. Ich will nicht sagen, dass das so bleibt, aber fürs Erste wird Sony mit dieser Konsole jeden
verdammten Gaming-PC einfach in den Schatten stellen. Das wird zwar nicht für immer so bleiben, der PC wird auf früh oder spät immer besser sein als jede Konsole, daran besteht gar kein Zweifel, aber was wir mit GTA 6 und der PlayStation 5 erwarten können, Leute, ich freue mich mega darauf. Ich freue mich jetzt schon mega darauf, auch noch jahrelang für euch Videos zu machen in GTA 6, egal was es ist. Ich freue mich einfach auf die neue Konsolengeneration. Ich freue mich einfach auf die neue Spielegeneration. Ich freue mich, die nächsten Jahre mit euch weiter YouTube zu machen. Ich habe einfach Bock auf den Scheiß. Ja, meine lieben Freunde. Ich wollte euch einfach nur mal mitteilen mit diesem Video, was eigentlich Fotorealistik in Games gemeint ist. Und ihr habt es gesehen, was damit gemeint ist. Und es ist einfach nur krank. Ich freue mich auch schon mega auf den Trailer von GTA 6. Dort können wir natürlich den Hauptteil der Grafik auch entnehmen. Ansonsten, was sagt ihr zu dem Ganzen, Leute? Schreibt eure Meinung dazu einfach mal hier unten in die Kommentare. Und bevor ich das Video jetzt beende, würde mich mega freuen, wenn ihr meinen Instagram-Account abonnieren könntet. Dass wir da auch ein bisschen, ja, eine kleine Armee zusammenkriegen, würde ich mal sagen. Link zu meinem Instagram-Account ist auf jeden Fall unten in der Videobeschreibung. Würde mich mega freuen, euch dazu willkommen zu heißen. Ansonsten könnt ihr das ganze Video hier noch positiv bewerten mit einem Daumen nach oben. Würde mich auch mega freuen und abonniere diesen Kanal, wenn du Lust hast. Dann wirst du auf jeden Fall immer auf dem Laufenden bleiben. Leute, ich erzähle euch keinen Scheiß, also ihr werdet auf dem Laufenden bleiben, alles rund um GTA 5, whatever, GTA 6, mein Leben und was nicht alles. Ansonsten bedanke ich mich noch recht herzlich fürs Zuschauen, meine lieben Freunde. Habt noch einen geilen Tag und ich bedanke mich, wie gesagt, fürs Zuschauen und sage noch, bleibt gesund, meine lieben Freunde, bleibt treu und dann sehen wir uns beim nächsten Video von German HD. Ciao.